So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Basics. Wir haben wieder das Vergnügen, werden schön die Körpermitte trainieren, das Ganze gleich im Liegen. Wenn du hast, eine Matte optional auf jeden Fall oder ein Teppich, so wie es dir am besten passt. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin der Mike. Wir werden jetzt gleich 30 Minuten schön Spaß haben. Wie schon gesagt, die Körpermitte wird trainiert. Wir werden gleich mit dem Warm-up anfangen, wo ich euch alle Übungen so ein bisschen zeige. Danach geht es ins Workout, wo wir schön zwei Blöcke haben mit den verschiedenen Übungen. Eine Bauchübung, eine Rückenübung, eine Stabilisationsübung. Das wird wiederholt. 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Zeit zu dem Positionswechsel. Danach ein kurzes Cooldown und dann hast du es auch für heute schon geschafft. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Komm einmal runter auf den Boden zu der liegenden Position. Wir beginnen mit der ersten Übung. Ich wünsche dir viel Spaß. Let's go. So, die Basics. erste Übung für heute ist der Crunch mit auf angewickelten Beinen. Beine auf 90 Grad, Arme sind neben dem Körper, Hand in Flächen ruhig zur Decke zeigen, Blick zur Decke. Du rollst dich hier schon ein und ab. Ein und ab. Achte darauf, dass deine Schulterblätter immer konstant in der Luft bleiben. So hast du eine schöne Dauerspannung. Wenn dir das zu leicht fällt, gehen die Daumen an die Schläfe, Rest der Finger hinter den Kopf. Hier hast du etwas mehr Beanspruchung bzw. einen größeren Hebel. Wenn du sagst, das fällt mir immer noch zu leicht, gehen die Arme lang hinterm Kopf. Du siehst die Arme jetzt nicht mehr. Oberarme konstant auf Ohrenhöhe halten. Arbeite bis mit der Atmung bei der Anspannung ausatmen, dann wieder einatmen. Ist die erste Übung. Übung 2, der Beckenlift. Einseitig. Stellst für die Basis einmal einen Fuß auf dem Oberschenkel ab, drückst dein Becken schön hoch, Gesäß ist auf Spannung. Knie, Hüfte und Schulter in einer Diagonalen. Wieder senken. Kurz bevor das Gesäß absetzt, kommst du wieder hoch. Das ist die Basis. Fällt dir das zu leicht? Knie auf einer Höhe. Dann arbeitest du hier einmal gestreckt, hoch, tief. Bein zeigt schön zur Decke hoch, konstant. Wenn dir das immer noch zu leicht fällt, hier auf einer Höhe und dann drückst du schön hoch und tief. Auch hier wieder schön mit der Atmung arbeiten. Okay? Natürlich merkst du hier gleich in der Runde die Seite. In Runde 2 wechselst du das Ganze. Übung 3, erste Stützübung, der Unterarm stützt. Auch hier hast du wieder verschiedene Möglichkeiten. Zur Grundstellung, Ellbogen unter deiner Schulter, Unterarme sind aufgesetzt. Für die Basis kommst du hoch, die Knie bleiben dennoch auf dem Boden. Rücken schön gerade, Spannung halten, Blick Richtung Boden gerichtet. Zu leicht? Fußspitzen aufstellen, Knie heben ab. Schön hier auch konstant eine Linie halten. Immer noch zu leicht? Thai Push-Up. Du drückst dich mit der einen Hand hoch in den Handstütz, die andere folgt. Wieder tief und runter. Versuch schön ruhig in der Hüfte zu bleiben. So, das wäre jetzt Block 1. Es geht weiter mit Block 2, die zweite Bauchübung. Die sogenannten Lower Legs. Dafür streckst du deine Beine einmal hoch zur Decke aus. Für die Basis sind die Arme wieder neben dem Körper. Im Wechsel jetzt. Rechts tief, Mitte, wechseln, Mitte. Schön konstant halten. Check ab, dass der Unterrücken immer auf dem Boden ist. Zu leicht? Auch hier wieder die Variante mit den Armen. Hier wird es etwas schwerer. Und hier noch schwerer. Schulterblätter konstant abgehoben, dass du schön die Spannung hast. Okay. Dann geht's weiter mit der zweiten Rückenübung. Dafür gehen wir wieder in die Bauchlage. Wir arbeiten im Oberkörperlift. Fußspitzen stellst du auf, Knie abgehoben. So hast du einen festen Ankerpunkt, schön festen Unterkörper. Die Arme zum Körper ran, die Daumen rotierst du über außen nach oben. Und jetzt hebst du im Oberkörper ab und wieder tief. Hoch und tief. Die Basis. Wenn dir das leicht fällt, angewinkelt auf 90 Grad rechten Winkel, Daumen zeigen nach oben, hoch, tief, hoch und tief. Immer noch zu leicht, Arme strecken, Blick weiterhin konstant zum Boden, hoch und tief. Denk daran, das Atmen nicht vergessen. Die letzte Übung für heute, beziehungsweise im Warm-up, ist der Seitstütz. Dafür suchst du dir eine Seite aus. Ellbogen und Schulter in einer Linie wieder, schön fest. Für die Basis gehen die Beine auf 90 Grad, Hüfte schiebst du vor, alles in einer Linie. Jetzt geht's nach oben mit der Hüfte, schön hier halt Spannung merken, okay? Fällt dir das zu leicht?
auf dem Fuß. Die dritte Variante, du hebst sie einfach mal ab und hältst das Ganze. Okay? Natürlich hier in der zweiten Runde von dem Block wechselst du die Seite. Merk dir dadurch die Seite. Gut, du hast noch ein paar Sekündchen Zeit. Trink gerne nochmal einen kleinen Schluck. Dann beginnen wir mit dem ersten Block. Crunch, Beckenlift und den Unterarmstütz, okay? Du darfst gerne schon mal in die Position kommen. Ein paar Sekündchen haben wir noch. Füße kannst du schon mal aufstellen. Arme geht gleich hier. Schön neben den Körper. Oder du arbeitest mit den Varianten. Wichtig ist, Technik vor Tempo. Du hast 40 Sekunden Zeit, also schön konzentriert arbeiten und effektiv. Mach dich bereit, wir legen los. Komm, hoch, konzentriert. Merk, wie der Bauch arbeiten muss. Die Basis, hier ist die Steigerung. Hier wäre die zweite Steigerung. Wichtig ist, ohne Schwung, kontrolliert aus dem Bauch arbeiten. Merk, wie der Bauch arbeitet. Komm, let's do it. Hip, wir schaffen es. Hip ist schon geschafft. Arbeite. Hip, Hip. Füße schön fest. Hoch. Hoch. Bleib dabei die letzten Sekunden. Und geschafft. Beckenlift, Runde 1. Such dir eine Seite aus und merkst du dir, welchen Fuß du abstellst oder mitarbeiten lässt. Hände kannst du entspannt neben den Körper ablegen, Blick Richtung Decke, Kopf ist schön abgelegt. Wir machen uns bereit, lass die Hüfte arbeiten. Hoch, tief. Kurz bevor, dass du jetzt absetzen willst, geht's wieder hoch. Hier ist die Basis. Steigung 1. Und hier ist Steigung 2. Du entscheidest. Hip. Hip. Sehr gut. Die letzte Sekunde. Merk wieder, wie viel Arbeit muss. Schön durchdrücken. Letzte Sekunden. Ah, sehr gut. Komm einmal hoch. Merk dir die Seite. Kommen wir gleich wieder zu. Keine Panik. Erste Runde. Unterarmstütz. Ellbogen unter der Schulter, Unterarme sind aufgesetzt. Basis auf den Knien. Denk daran, schön gerade bis zum Tisch. Da muss alles drauf bleiben. Hoch. Hier ist die Basis. Hier ist die Steigerung 1. Hier ist die Steigerung 2. Wenn du im Teil-Push-Up arbeitest, merkst du mal, mit welcher Seite du dich immer hochdrückst. Entweder wechselst du das in der zweiten Runde oder jetzt sogar schon. Immer konstant die Seite wechseln, okay? Du entscheidest selbst. Natürlich hast du noch die andere Variante. Hier die Steigerung 1, hier die Basis. Halte durch, Bauch ist schön fest. Letzte, komm. Halte durch. Oh oh, gleich schon geschafft. Easy. Sind die ersten drei schon vorbei? Wieder die Rückenlage. Crunch mit angewinkelten Beinen. Machst du gut bislang, genauso weiter. Einmal ablegen, locker nochmal die Ärmchen aus, Beine gehen hoch, wie am Bock, Runde 2, let's go. Hoch, schön einrollen. Bauchmuskeln aktivieren. Hip. Hoch, hoch. Auch hier kannst du arbeiten, such dir was aus. Hip. Ein wenig noch. Hälfte geschafft. Hoch. Die letzten 10 Sekunden. Komm. Hip. Hip. Oh, nicht mehr viel. Leder noch ein. Sehr gut. So, jetzt natürlich den Seitenwechsel nicht vergessen. Welche Seite du in der ersten Runde hattest. Wir gehen wieder hier schön hoch. Merk die Spannung, atme mal tief ein und aus, konzentrier dich, bereit, Runde 2, Beckenlift, komm. Hoch, hoch, Atem drauf, konstante Spannung hier. Zu leicht,
Zeit konstant in der Luft. Hier ist immer Platz. Das war's leider schon, aber keine Sorge. Wir haben davon noch eine Runde später. So, hier jetzt einmal vorerst die letzte Runde Unterarmstütz, dann kommen wir zu Block 2. Halte genauso durch wie in Runde 1. Bereit soweit? Mach dich hoch! Basis, Steigerung 1, Steigerung 2. Hauptsache durchhalten. Komm! Gerade bleiben! Hier ist die Basis. Das ist das Maximal, dass du die Knie absetzt. Alles Weitere ist in der Luft. Zieh durch! Letzte Zehn, komm! Easy, atme mal zweimal tief ein und aus. Sehr gut. Block 1 beiseite, Block 2 ran damit. Erste Bauchübung von Block 2, Lower Legs. Hier gehen die Beine schön nach oben. Basis hier. Steigerung 1, Steigerung 2. Gleiche Arme wie beim Crunch. Oberkörper ist ruhig, Beine arbeiten. Tief, hoch, tief, hoch. Oder hier, tief, hoch, tief. Oder hier, tief, hoch. Du entscheidest selbst. Hip, hip, komm. Ruhige Atmung. Merk die Spannung. Mach Bock. Komm schon, lohnt sich, ein wenig noch. Und lösen, sehr schön. Zweite Rückenübung, wir kennen das auch genau, der Oberkörperlift. Darf einmal in die Bauchlage, Fußspitzen aufstellen, Knie sind abgehoben. Basis hier einmal über außen rotieren. Bereit und arbeite im Oberkörper. Hoch, tief, hoch, tief. Steigerung 1, angewinkelte Arme. Daumen zeigt auch hier nach oben. Steigerung 2, Arme lang nach vorne. Und komm! Hip, hip, ich seh dich, arbeite. Hip. Fußspitze konstant reindrücken in den Boden. Knie bleiben in der Luft. Gesäß ist auf Spannung, Blick zum Boden. Letzte Kündchen. Atmung mitnehmen. Sehr gut. Erste Runde, Seitstütz. Auch hier entscheidest du wieder, welche Seite beginnen möchte. Eine Linie. Anwinkel für die Basis, Hüfte vorschieben. Hier auch, schön gerade. Geht nach oben, hoch. Fest, hier ist alles fest. Wink mir mal. Wenn du mehr möchtest, lass. Immer noch zu leicht. Hier halten, okay? Du hast wieder die Qual der Wahl. Hauptsache, du quälst dich, komm. Hüfte schön oben halten. Merk, wie fest die Seite ist. Denk daran, du kannst jederzeit deine Variante wechseln. Bleib aber noch ein bisschen oben. Und geschafft. Von vorne, Lower Legs. Wieder in die Rückenlage. Ablegen. Locker nochmal alles ein bisschen aus. Beginn jetzt gleich. Wieder im Wechsel die Beine zum Boden zu bringen. Oberkörper leicht angehoben. Dein Tempo. Hier ist die Basis. Hier ist Steigerung 1. Hip. Hip. Hier ist Steigerung 2. Du entscheidest, bleib dabei. Hopp. Zack. Zack. Schulterblätter bleiben in der Luft. Komm. Mitnehmen. Einatmen,
aus. Bauchlage, Oberkörperlift, der zweite. Fußspitzen schön fest, Knie hebst ab. Du merkst automatisch, wie deine Beine angespannt werden. Und Action! Hoch, hoch. Daumen zeigen bei allen Varianten nach oben. Immer ein positives Zeichen. Daumen hoch. Atmung mitnehmen. Blick schön zum Boden richten. Füße fest, ohne Schwung. Kontrolliert aus dem Rücken arbeiten. Achtung, 10 Schritte noch. 10 Sekündchen. Und geschafft. Seitstütz, die andere Seite. Wieder die Position finden. Basis auf den Knien, Hüfte vorschieben, okay? Wenn du mehr magst, darfst du natürlich direkt im langen starten. Hüfte geht hoch, komm! Arm ist hier, ne? Wenn du mehr möchtest, hoch. Halte, da gibt's noch was Drittes, und zwar hier, okay? Hüfte nach oben. Fest, alles stabil. Die letzte, komm, komm, 1, 2. Lass mal ruhig ein bisschen zittern. Sehr gutes Gefühl. Denk daran, du hast jederzeit die Möglichkeit, wieder hier zurückzukommen. Letzte Sekündchen laufen. Bleib oben, komm, komm, komm. Ah. Halbzeit ohne Pause. Wir starten wieder mit Block 1. Holen wir ran. Crunch mit angewinkelten Beinen. Komm, die letzten 10 Minütchen ungefähr haben wir es geschafft. Nicht lang schnacken, arbeiten. Basis. Steigerung 1. Steigerung 2. Wähle deine Variante aus, komm. Hoch. Schön fest der Bauch. Hemd. Atmung mitnehmen. Hände schon längst durch. Ganz easy. Komm. Komm. Hemd. Hemd. Bleib dabei. Noch ein wenig, noch ein wenig. Und check. Sehr cool. Beckenlift mit einem Fuß abgestellt oder in die verschiedene Richtung gezeigt. Atme nochmal tief ein und aus. Hoffe, dass der auch so ein bisschen warm ist. Wenn nicht, ändern wir das jetzt nochmal. Komm, nochmal Gas geben. Action! Hoch. Hoch. Drück mal, wenn du in der Basis bist, das Knie ruhig. Bisschen weg vom Körper. Leichter Dehneffekt noch. Im kleinen Gesäßmuskel. So leicht, dann arbeitest du hier oder hier. Komm. Die letzte. Ah, ganz entspannt machen wir das. Denk daran, hier ist immer Luft. Komm hoch. Der vorletzte Unterarmschütz schon. Ja, leider, ich weiß. So schnell kann die Zeit mit mir vergehen. Okay. Position finden. Ellbogen unter der Schulter. Unterarme und Hände aufgesetzt. Basis ist hier. Steigerung 1 ist hier. Bleib gerade. Gesäß auf Spannung. Steigerung 2. Toll. Push up. Hände schön. Unter die Schulter. Okay? Denk auch mal dran, dich mit dem anderen Arm hochzudrücken. Bleib dabei, Hälfte ist durch. Kämpf nochmal! Wenn nichts mehr geht, immer wieder die Basis, okay? Hier hast du auch eine schöne Spannung. Letzten
bis 10 Sekunden. Easy, easy. Die letzten drei vom Block 1. Noch einmal crunchen. Entspannt bereit machen. Beine gehen hoch. Action! Letzter Crunch für heute. Hey, ich würde sagen, wir bauen alle mal nochmal eine Steigerung ein. Hier, komm. Hier, wenn du sagst, zwei Wiederholungen, mehr geht nicht, wieder hier rein, okay? Aber natürlich dürfen wir das hier nicht vergessen. Auch hier kannst du arbeiten, okay? Heftige Schab, komm, komm. Atmung, immer mitnehmen. Und natürlich dein zauberhaftes Lächeln nicht vergessen. Komm, die letzten Wiederholungen. Sehr gut. Locker die Beine. Klopfen. Bauch das aus. Darf schon mal das andere Bein aufstellen. Oder schon mal in die Position bringen. Letzter Beckenlift für heute. Auch hier schön durchhalten. Atmung. Und Action. Hip. 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 Steigerung 1. Hier. Hey. Oh. Ho. Steigerung 2. Knie auf einer Höhe. Hier ist immer Luft. Komm. Somebody. Oh. Letzte Kündchen schon. Lösen. Letzter Unterarmstütz. Was will ich hier von euch sehen? Dass wir alle mal versuchen, in der ersten Steigerung zu starten. Auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, egal. Dann hast du schon mal eine schöne Steigerung drin. Und wenn es dann nicht mehr geht, die Knie absetzen, okay? Das schaffen wir gemeinschaftlich. Lass uns loslegen. Komm, hier rein schaffst du es. So lange wie es geht. Bleib gerade. Sobald du merkst, klappt nicht mehr, hier absetzen, okay? Aber auch hier, Freunde. Hier geht auch noch einiges. Komm, komm, komm. Wer hier ist, kann doch gerne mal für zwei Minuten hier hinkommen. Hier ist auch ganz cool. Denkt daran, kann wieder hier absetzen. Aber einmal noch abheben, komm. Halt die Linie, halt die Linie. Letzte Mal, Block 2. Wir starten mit den Lower Legs. Ah, leg dich ab. Beine lang zur Decke. Oberkörper leicht angehoben. Die Beine arbeiten. Hier ist die Basis mit den Armen. Wie beim Crunch kannst du die Arme immer verändern. Dadurch wird es von Mal zu Mal schwerer. Mitnehmen. Komm. Hälfte geschafft. Bam. 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 Halt durch. Lass die Beine arbeiten. Und lösen. Bauchlage. Oberkörperlift. Legt ihr schon mal ab. Fußspitzen aufstellen, Knie angehoben, Gesäß ist auf Spannung. Basis, Hände zum Körper, die Daumen drehen nach oben, hoch. Hoch, tief, hoch, tief. Steigerung 1, hier. Steigerung 2, hier. Blick zum Boden, hoch. Hoch, Füße schön fest. Weiter nochmal. Hol alles raus. Hep. Weiter. Letzten 10.
Easy. Sehr gut. Vorletzter unter Seitstütz. Wieder die Seite im besten Fall von Runde 1 im ersten Durchgang nehmen. Wieder hier alles in einer Linie. Basis auf den Knien, Hüfte vorschieben. Es geht hoch. Ab. Fest. Hola. Wenn du mehr magst, hier. Ich habe mir noch was vorbereitet. Arbeite. Komm, 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 komm. Ist die letzte Seite hiervon. Denk daran, wenn es geht, immer wieder die Basis, okay? Aber ich weiß, dass jeder noch 2 Sekunden in der Variante halten kann. Bleib in mir oben, bleib in mir oben, komm! Ah, sehr gut. Letzten 3. Letzte Mal Lower Legs. Das heißt auch für dich wieder, spiel ein bisschen mit der Variante, auch wenn es anstrengend wird, du hast es danach geschafft. Beine hoch. Let's go. Denke an Steigerung 1, Steigerung 2, jederzeit die Basis möglich. Komm. Du spürst deinen Bauch genauso wie ich weiß es. Hab. Zep. Tipp. Komm, tief hoch. Ha, gleich geschafft. Konstant den Blick nach oben halten. Hep. Atmung mitnehmen. Sehr schön. Oh, da waren es nur noch 2. Letztes Mal Oberkörperlift. Ablegen, paar Sekündchen noch. Fußspitzen aufstellen. Knie heben ab. Hier ist die Basis. Und let's do it. Komm, wir machen nochmal einen Deal. Jeder sucht sich eine Steigerung aus und arbeitet mit mir ein bisschen hier. Hier ist die Steigerung 1. Hier die Steigerung 2. Natürlich, wenn nichts mehr geht, immer wieder gerne in die Basis. Aber wir haben noch Kraft. Komm, mindestens noch 5 Sekunden. In einer Steigerung bleiben. Füße sind fest. Letzten 10. Komm, schaffst du auch noch. Bleib hier. Atmung mitnehmen. Okay. Die letzte Runde. Seitstütz. Eine Linie, check. Eine Linie, check. Basis ist hier. Du weißt, wohin es geht. Lass uns nach oben. Die letzte. Komm, komm, komm. Hallo? Genau, ja? Genau. Steigerung. Richtig gehört. Noch mehr? Bist du. Bleib dabei. Komm, hier schaffen wir es. Alle noch 3 Sekunden mindestens. Lass uns arbeiten. Wie gesagt, jederzeit die Basis möglich. Komm nochmal zusammen bis zum Schluss. Hier, letzte Sekündchen. Lach nochmal für mich. Und geschafft. Bleib liegen. Leg dich mal auf den Bauch. Roll dich einfach ab. Streck mal die Arme aus und die Beine. Atme ruhiger, du hast es geschafft. Das war eine sehr, sehr geile und starke Runde. Locker die Füße mal und die Beine ein bisschen. Von hier aus Hände unter die Schulter. Drück dich einmal hoch in den Vierfüßler. Von hier aus Kinn Richtung Brustkorb ziehen. Atme mal schön aus. Auf und hol die neue Luft von oben. Nochmal aus. Ein aufrollen. Ausatmen. Komm einmal kurz hoch aufs Knie. Stell einmal einen Fuß auf. Von hier vom Oberschenkel einmal hoch. In den Stand drücken. Locker die Beine. Atme tief ein. Mach dich schön lang. Atme aus. Über zur Seite. Hüfte geht schon raus. Ein in die Mitte.
aus zur anderen Seite, Hüfte. Nochmal ein, schön lang machen, aus, die Arme zur Seite, bleib hier. Stolz zur Brust vorschieben. Ruhige Atmung. Ein, nochmal die Arme hoch. Schön lang machen zur Decke. Ausatmen, tief. Noch einmal tief einatmen. Und aus. Sehr, sehr schön. Gut, wir haben es geschafft für heute. Ich hoffe, du hattest mindestens genauso viel Spaß und hast auch ein bisschen geschwitzt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ich freue mich, euer Coach.